Hallo und herzlich willkommen zum Jeep Kompass. Ihr seht leasingmarkt.de, mein Name ist Marc Pelzer und ich verrate euch heute, was ich gut finde an dem Wagen und auch, was ich nicht so gut finde. Los geht's! Der Jeep Kompass startet bei ca. 33.000 Euro, genauso wie übrigens der direkte Konkurrent, der VW Tiguan. Beide haben dann 130 PS und Frontantrieb, gibt es natürlich auch mit Mehrleistung und mit Allrad, aber das wäre so die Basis zum Starten. Dementsprechend, tja, wäre der Jeep Kompass vielleicht eine Alternative zum Tiguan? Es gibt ihn ja sehr oft zu unfassbar günstigen Leasingraten und er ist sehr beliebt bei uns. Deswegen wollen wir ihn uns heute mal genauer anschauen. Das Gute ist, im Gegensatz zum Tiguan gibt es den Jeep in der Basisausstattung bereits serienmäßig mit Automatikgetriebe. Der Tiguan wäre dann handgeschaltet. Was allerdings nicht ganz so cool ist, den Allradantrieb gibt es beim Jeep nur für den Plug-in-Hybrid. Was mir hier beim Jeep Kompass erstmal nicht ganz so gut gefällt, ist die Lenkung. Und zwar ist die ein bisschen schwammig. Das fühlt sich jetzt nicht ganz so direkt an, nicht ganz so gut, sage ich mal. Die wird beim Tiguan besser sein. Man kennt ja VW dafür, dass die da einen ganz guten Job machen. Wie gesagt, das ist hier so ein bisschen verbesserungsbedürftig, würde ich sagen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist allerdings die Geräuschdämmung. Und zwar ist das hier wirklich alles schön gedämmt. Man hat eine gute Ruhe im Innenraum. Das möchte man ja auch in so einem SUV gerne haben, auch so auf langen Strecken. Ist das ja ein schön abgeschotteter Innenraum, in dem es einfach ruhig und behutsam zugeht. Das haben die ganz gut hinbekommen von Jeep. Was mir nicht ganz so gut gefällt, die Verkehrszeichenerkennung stimmt nicht immer mit der Geschwindigkeitsbegrenzung im Navi überein. Das sollte Jeep auf jeden Fall noch verbessern. Was man auf jeden Fall auch positiv hervorheben muss, der Jeep Kompass hat sehr viele Assistenz- und auch Sicherheitssysteme, und zwar mehr als man so glaubt. Und apropos Sicherheit, ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es immer sehr gute Leasingangebote für den Wagen gibt. Schaut am besten jetzt direkt mal hier unter dem Video, da ist ein Link und da kommt ihr direkt zu den Jeep Kompass Leasingangeboten auf leasingmarkt.de. Ja, willkommen im Innenraum und ich muss erstmal sagen, die Sitze hier im Jeep Kompass sind sehr gemütlich und auch langstreckentauglich. Man hat jetzt nicht ganz so viel Seitenhalt, es geht noch so gerade eben, aber die sind auf jeden Fall gemütlich, das kann man schon wirklich gut machen. Ein bisschen wie so Sessel, wie man es eigentlich in einem Jeep auch erwarten würde im besten Fall. Was mir nicht ganz so gut gefällt, beziehungsweise was vielleicht noch nicht hundertprozentig optimal ist, ist die Verarbeitung. Die mag wahrscheinlich im Tiguan besser sein, werden wir sehen. Aber hier ist so ein bisschen, ja, das wirkt jetzt nicht so mega Premium-mäßig. Auch wenn man sagen muss, dass Jeep hier, vor allem im Vergleich zum Vor-Facelift, weil das ist hier das Facelift-Modell, zum Vor-Facelift den Innenraum schon stark verbessert hat. Die haben ihn aufgeräumt, das ist hier wirklich auch von den Materialien hier. Oben haben wir zum Beispiel so einen Kunstlederbezug, der zieht sich einmal durch. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern es wirkt auch einfach besser. Also wie gesagt, ab und zu so ein paar kleine, ja, Verarbeitungs-, ich würde nicht sagen Mängel, aber ne, da kann es noch ein bisschen weiter nach oben gehen, da ist noch Luft. Aber so von den Grundmaterialien her ist das schon ein ganz guter Mix. Und wenn man bedenkt, dass der Vor-Facelift wirklich so eine Plastikwüste war, ist das hier schon eine große Verbesserung. Was man auch sagen muss, Jeep hat hier mit dem Facelift das Infotainment-System gewaltig verbessert. Und zwar soll es 5-mal schneller sein als das Vor-Facelift. Das soll schon was heißen. Wir gucken uns das mal an. Also hier sehen wir gerade den Apps-Bereich hier ganz rechts. Und wenn man hier so durchscrollt, dann merkt man schon, es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Also das ist vorbildlich, da kann man überhaupt nicht meckern. Und hier, wenn wir das auch das Navi mal anschauen, auch hier ist es relativ, ja, flüssig. Was Zoom-in, Zoom-out angeht, da gibt es halt deutlich Schlechteres. Und da merkt man einfach wirklich, dass die hier ja, sich Mühe gegeben haben, das Infotainment-System auf ein modernes Niveau zu bringen. Und das haben die auch wirklich geschafft hier. Jetzt nochmal zum Lenkrad. Ihr wisst ja, für mich ist das Lenkrad immer sehr wichtig, weil ich habe es halt die ganze Zeit in der Hand. Ich sehe es die ganze Zeit vor mir. Es ist das Erste, was ich sehe, wenn ich in den Wagen einsteige. Von daher muss das immer wirklich schön sein und mir gefallen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist euch das Lenkrad wichtig? Schreibt es mal in die Kommentare. Bei dem hier muss ich sagen, es ist für die Größe des Wagens relativ klein und handlich, finde ich. Es hat einen recht dicken Lenkkranz, das passt aber auch zu einem Jeep. Und die Tasten hier fühlen sich jetzt nicht Premium-mäßig an. Das ist so ein bisschen, ja, schon eher ein bisschen einfacher gehalten. Aber die Bedienbarkeit ist eigentlich ganz gut. Was die Ergonomie angeht, ist der Wagen eigentlich auch ganz gut. Wir haben hier so einen Drive-Mode-Schalter, den man einfach nach unten oder nach oben tippen kann und dann durch die Drive-Mode-Modi durchspringen kann. Da oben drüber ist die Handbremse ein bisschen versteckt, beziehungsweise Parkbremse.
diese Buttons hier für den Auto Hold und Four-Wheel Drive Lock und beziehungsweise Low und Lock und Bergabfahrhilfe sind auch so ein bisschen, also sind gut zu erreichen, aber die fühlen sich jetzt auch nicht so mega hochwertig an. Gut, zur Verarbeitung haben wir schon was gesagt. Ansonsten, die Ergonomie passt ganz gut. Wir haben hier eine sehr hohe Mittelarmlehne. Da kann man dann entspannt den Arm drauf ablegen, so als Jeep-Fahrer ein bisschen rumcruisen und kommt dann alles aber gut dran. Und auch hier, wir haben hier vorne drin eine induktive Ladefläche, wie das halt oft ist an dieser Stelle. Das bietet sich auch einfach an. Und wir haben zudem auch noch USB-Anschluss, und zwar ein USB-C und ein USB-A-Anschluss, also egal welches Kabel man dabei hat, das sollte immer passen. Und hier gibt es dann noch die Klimabedieneinheit mit vielen, vielen Tasten. Man kann aber auch alles hier im Touchscreen erledigen. Und das finde ich tatsächlich ganz gut, dass man hier einfach die Wahl hat und dass es auch noch physische Knöpfe gibt und Drehregler zur Regulierung der Lautstärke zum Beispiel. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich. Also von daher, ergonomisch muss ich sagen, ist der Wagen echt richtig gut. Passagiere auf der Rückbank haben relativ viel Platz, muss man sagen. Also sowohl was die Kopffreiheit angeht, mit 1,80 Meter kann man hier noch ganz entspannt sitzen, als auch so wirkt das Ganze relativ luftig für ein Mittelklasse-SUV. Nur die Füße hier unterm Sitz sind so ein bisschen beengt, also zumindest der linke Fuß hier, wenn ich auf der linken Seite sitze, vorm Fahrer, das ist irgendwie, hier ist so ein, irgendwas ist hier, wo man dagegen stößt und das, ja, ist ein bisschen unbequem. Also vielleicht nicht ganz so optimal, aber dafür gibt es hier eine sehr große Armlehne, wie ihr schon seht. Hier kann man ganz gemütlich zwei Arme draufpacken und es gibt auch noch zwei Getränkehalter. Von daher, das passt auch ganz gut. Und es gibt hier beleuchtete USB-Anschlüsse und auch hier wieder USB-A, also das normale, klassische USB und das neuere USB-C. Finde ich einen schönen Service für die Passagiere hier hinten. Und auch der Kofferraum im Jeep Compass bietet eine ganze Menge Platz. Es ist ein vollwertiger Jeep, wie man sehen kann. Und außerdem gibt es hier unter dieser großen Fläche auch noch ein Fach, in dem zum Beispiel das Kabel vom Plug-in-Hybriden verstaut werden kann. Der Jeep Compass, das ist übrigens der Schlüssel, ist ein Mittelklasse-SUV, wie bereits erwähnt. Tiguan ist ein Konkurrent, es gibt auch noch ganz viele andere in dem Segment. Also ist die Qual der Wahl. Ihr könnt euch zwischen vielen verschiedenen Modellen entscheiden. Warum solltet ihr also unbedingt den hier nehmen? Nun ja, ihr habt gerade schon gehört, es gibt ein paar Vorteile, es gibt auch Nachteile, eigentlich wie bei jedem Auto. Aber es gibt ihn auf jeden Fall oft zu günstigen Leasingraten. Also für ein oder zwei oder drei Jahre kann man das, glaube ich, gut mal machen. Man kriegt eine Menge Platz, man kriegt ein modernes Infotainment-System und auch, wie ich finde, eine sehr coole Optik, besonders mit dem Facelift. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Fahrt ihn trotzdem gerne Probe, wenn ihr möchtet, vorher. Und das Schöne am Leasing ist ja, es gibt immer wieder neue Autos. Von daher ist es auch immer wichtig, sich über neue Autos zu informieren. Wir zeigen euch weiterhin gerne die neuesten oder auch aktuelle Modelle. Und deswegen auf jeden Fall abonnieren. Schreibt uns auch gerne unter das Video, ob es euch gefallen hat und wie ihr den Wagen generell findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.